Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir haben heute was Wildes vor. Und zwar waren wir ja jetzt schon längere Zeit nicht mehr im Karrieremodus unterwegs, aber ich hatte wieder Bock, ein bisschen FIFA zu spielen und auch auf eine Sprint to Glory. Und genau das machen wir heute, nur eine ganz besondere Sprint to Glory. Bevor ich aber natürlich erkläre, was wir gleich genau machen, ich glaube, der ein oder andere kann sich am Thumbnail ja schon denken, starten wir erstmal mit einem Verein rein. Ich möchte auf jeden Fall in der zweiten Bundesliga reingehen, damit wir nicht in der ersten schon starten mit relativ viel Budget, sondern zweite Bundesliga. Und ich habe mir überlegt, ich würde gern was mit Fortuna Düsseldorf machen. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Habe ich Bock drauf. Die haben so mittelmäßig viel Budget, wollen direkt aufsteigen. Und Ziel ist natürlich, wie immer im Sprint to Glory, am Ende die Champions League zu gewinnen. Das kann natürlich sein, dass wir das nicht schaffen, aber das ist das Ziel. Schwierigkeit ist uns eh egal, weil wir nur Transfers machen. Die Verhandlungshärte machen wir, glaube ich, mal auf locker. Ich glaube, das ist eh nicht so wichtig. So, während wir jetzt hier einmal im Hintergrund den Düsseldorf-Kader sehen, werde ich euch jetzt mal kurz erklären, was ich mir überlegt habe. Und zwar ist das natürlich wie immer bei einer Sprint to Glory. Wir haben hier den Kader und diese Spieler, die im Kader sind, dürfen wir verwenden, um zur Champions League zu kommen. Normalerweise geht man dann auf den Transfermarkt und sucht sich halt nach irgendeiner Gegebenheit Spieler aus und kauft die und versucht, die weiterzubilden. Wir machen das heute so, dass wir das Ganze dem Zufall überlassen, und zwar durch Packs. Ich war nämlich letztens bei Rossmann unterwegs, weil meine Freundin da irgendwas gebraucht hat oder... Habe ich was gebraucht? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Und habe gesehen, dass die so Match-Attacks-Packs haben. Also kennen sicherlich viele von euch noch, hat man als Kind irgendwie gesammelt, mit Freunden getauscht, geklatscht, was weiß ich, was ihr da gemacht habt. Ich habe auf jeden Fall viel Spaß damit gehabt und ich dachte, ey, es wäre doch eigentlich eine witzige Idee, wenn wir eine Sprint to Glory machen und wir dürfen nur Spieler holen, die in diesen Packs drin sind. Das heißt, ich habe mir dann fix 5 Stück davon gekauft, die liegen hier bei mir. Und wir machen es jetzt gleich so, dass wir pro Saison eins dieser Packs aufmachen und die Spieler, die da drin sind, zu einer Liste hinzufügen und von dieser Liste dürfen wir Spieler holen. Die Frage ist natürlich, ob wir Leute bekommen, die uns weiterhelfen. Wenn da jetzt sind halt auch Zweitligaspieler drin, ich glaube, es sind die Match-Attacks Bundesliga-Packs. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze so läuft, aber ich habe einfach ultra Bock drauf. Ich glaube, bevor wir jetzt hier auch Kader ausmisten und was weiß ich, sollten wir vielleicht erstmal das erste Pack aufmachen für die allererste Transferphase, schauen, was wir da drin bekommen. Vielleicht können wir auch wen holen. Ich glaube, es ist gar nicht so geil, wenn wir da jetzt irgendwie einen Musiala drin bekommen oder so, weil den können wir uns ja eh in der zweiten Liga nicht leisten. Das heißt, wir müssen irgendwie so ein bisschen hoffen, dass wir jüngere Talente bekommen, vielleicht auch ein paar coole Zweitligaspieler. Ich meine, wir haben ja auch ein paar Talente im Kader. Shinte Appelkamp, Tanaka, Zolis, die sind alle auch noch nicht so alt. Aber ja, ich würde sagen, wir machen erstmal das erste Pack auf, schauen, was da drin ist. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. So, dafür switchen wir jetzt natürlich erstmal die Kamera und machen mal das erste Pack auf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, was alles drin sein kann. Ich glaube, es gibt ja auch so einige Special-Karten. Also, wir starten rein. Augsburg, Mittelfeld. Ups, das war einer zu viel. Mert Kömür. Okay, ich glaube, das sind so diese Rohdiamantenkarten. Das heißt, das ist wahrscheinlich nicht so schlecht. Machen wir damit, haben wir gerade schon gesehen. Cero Girassi. Ich glaube, den können wir uns erstmal nicht unbedingt leisten. VfL Wolfsburg ist ein Wappen. Bringt uns leider gar nichts. Fürther Stürmer. Branimir Hngotha. Okay. Hamburg. Robert Glatzel. Ah, okay. Wie gesagt, wir haben ja auch ein bisschen was an Budget. Dann haben wir jemanden von Darmstadt. Fabian Holland. Okay, das ist, glaube ich, Linksverteidiger, ne? Müsste es sein. Freiburg ist Maxi Eggestein. Okay, das ist ganz cool. Kevin Paredes. Das ist ein richtiges Talent vom VfL Wolfsburg. Den können wir maybe auch relativ früh holen. Dann haben wir hier noch, das sieht nach Kevin Müller aus. Im Tor. Daniel Mahlen. Das ist sehr, sehr wichtig, den zur Liste hinzuzufügen. Den können wir dann irgendwann später eventuell holen. Junior Dina Ebimbe von Eintracht Frankfurt. Und Edmond Tapsoba. Ey, Leute. Also Tapsoba, da sind ein paar gute Leute dabei. Ich würde sagen, die fügen wir jetzt alle zu unserer Liste hinzu von Leuten, die wir holen dürfen. Und schauen mal, ob wir in der ersten Saison da schon einen von zu Düsseldorf lotsen können. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Liste, nämlich eine Auswahlliste mit den Leuten, die wir ja gezogen haben. Da steht dann auch schon die Liste. Hier sind einmal alle drauf, die wir gezogen haben. Ich glaube, am ehesten Sinn macht es für uns halt, diesen Kömür und den Paredes relativ früh zu holen. Ebimbe ist, glaube ich, ein bisschen teuer. Ich habe die auch alle mal gescoutet und jetzt werden wir ein bisschen in der Mannschaft aufräumen. Wir müssen natürlich jetzt auch schauen. Wir können natürlich jetzt nicht alle Linksverteidiger verkaufen, wenn wir hier keinen Linksverteidiger in der Transferzentrale haben, den wir wieder neu holen können. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass wir da so ein bisschen haushalten müssen, weil wir sehr, sehr viele Offensivspieler bekommen haben und defensiv eher weniger, weil Tapsoba können wir eigentlich gar nicht behalten.
Deswegen muss ich jetzt mal so ein bisschen schauen. Ich nehme euch aber natürlich mit, was Transfers angeht. Die ersten drei Abgänge von unserer Seite sind auch am Start. Wir verkaufen Uchino zu Abra Club für 600.000 Euro. Felix Klaus geht zu Hertha BSC, zwar ein Liga-Konkurrent, aber wir bekommen 2,5 Millionen Euro. Und Marcel Sobotka, wir hatten einfach sehr viele Sechser im Kader, geht zu Beşiktaş für knapp 3 Millionen. Ich habe es echt versucht. Ich habe versucht, Dina Ebimbe zu bekommen, aber der ist leider einfach zu teuer. Das wäre auch unser gesamtes Budget gewesen. Und da hole ich dann lieber noch 2, 3 der Spieler, die wir gezogen haben. Als nächstes kommt also Maxi Eggestein für die 6. Auch der ist immer noch nur 26 Jahre alt. Der kann auf jeden Fall noch ein bisschen nach oben gehen und richtig teuer war nicht. Sein Vertrag lief beim SC Freiburg aus, ein Jahr noch auf dem Papier. Und 5,5 Millionen zahlen wir für einen neuen 6er. Und wenn wir jetzt auf die Liste gucken, da wird es auch schon relativ knapp, ne? Also Daniel Mahlen, Tapsoba können wir uns nicht leisten, Ebimbe haben wir auch gerade schon gesagt, geht nicht. Kevin Müller brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben Kastenmeier, der ist eigentlich gleich gut. Das heißt, eigentlich nur noch Rigotta oder Glatzel. Ich werde jetzt nochmal bei Glatzel reingehen, den eventuell noch lotsen und dann steht auch schon der Kader für die allererste Saison. Das ist halt das Ding, wir sind durch diese Packs halt sehr limitiert, wen wir holen können und wen eben nicht. Aber immerhin möchte der zumindest kommen, Robert Glatzel, also unser neuer Stoßstürmer vorne drin, 29 Jahre alt. Ich glaube, er hat eine 74. Müssen wir gucken, wie wir das dann machen, weil wir haben ja mit Nimic oder auch, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, ich glaube Nimic, haben wir auch ein Talent vorne, was durchaus noch Raum zum Wachsen hat. Aber Robert Glatzel ist bei Fortuna Düsseldorf angekommen, 4,25 Millionen lassen wir uns das kosten. Jetzt haben wir zwar noch ein bisschen was im Transferbudget, aber wirklich viel damit machen können wir halt nicht, weil diese Leute hier können wir uns nicht leisten und Rigotta, ich weiß nicht, ob ich Rigotta überhaupt haben will. Keine Ahnung, der ist halt auch schon 30. Deswegen werde ich das, glaube ich, das Geld in Trainer stecken, dass sich unsere Leute so gut es geht entwickeln. Und wir stellen jetzt mal einmal gerade die beste Elf auf. Ich glaube, Siebert hätte ich lieber als Hofmann drin, aber wir kennen das ja mit dem Autotrainer. Das ist leider immer so eine Sache. Ich versuche noch vielleicht Vermeid zu verkaufen und den einen oder anderen noch auszuleihen, damit die Entwicklung dort weitergeht. Ich weiß nicht, Kömür müsste eigentlich auf jeden Fall ausgeliehen werden. Jetzt ist so ein bisschen die Frage Tanaka. Wir können halt auch, ich würde gerne 4-4-1-1 spielen, glaube ich. Mit einem 10er und 2 Sechsern. Das war so meine Idee, weil wir haben halt mit Tanaka und jetzt auch mit Eggestein haben wir halt 2 sehr gute Sechser. Johannesson ist nämlich eh nur ausgeliehen, das ist mir dann relativ egal. Dann hätten wir links Paredes, rechts Joa und vorne dann Glatzel für Nimic. Ich glaube, ich werde auch Zolis Laie noch beenden, weil ich einfach Angst habe, dass der... wir können eigentlich auch Zolis nach rechts packen. Dann nimmt der Paredes keine Spielzeit weg. Also sieht eigentlich okay aus. Ich weiß nicht, ob wir damit direkt aufsteigen können. Wir haben jetzt als einzige Transfers natürlich Eggestein und Paredes und hier Kömür geholt. Und Glatzel natürlich. Mehr war halt einfach leider nicht möglich. Der Rest wird jetzt in Trainer investiert und dann sehen wir uns auch schon am Ende der ersten Saison und dann auch mit dem zweiten Pack, hoffentlich dann mit ein bisschen Glück. So, erste Saison ist durchsimuliert bis ganz zum Ende. Ich sehe, wir haben hier gegen Hannover und Braunschweig verloren. Demnach denke ich, ist nicht so gut gelaufen. Wir gucken aber mal rein, was die allererste Saison bei Düsseldorf sagt. Wo sind wir gelandet? Es geht nicht hoch. Wir machen den HSV, bleiben auf Platz 4 stehen. Das ist natürlich nicht so gut, war gerade auch, was das Transferbudget angeht. 63 Punkte und der Sieg gegen Hannover hätte uns eventuell noch die Relegation gebracht. Den haben wir aber nicht eingefahren. Am Ende ist es der 4. Tabellenplatz. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Wir gucken mal auf die Mannschaft, wie... Warum spielt Bank auf der 10? Hat da irgendwer... Hatte Appelkamp eine Freigabesumme? Daran wird es, glaube ich, auch gelegen haben. Ich glaube, Schinter Appelkamp hatte eine Freigabesumme und ich habe die nicht rausgemacht. Gucken wir mal kurz auf die Transferchronik. Ich meine, das ist dann einfach so. Da, für Fenerbahce, zu Fenerbahce für 10 Millionen. Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, ob die Regeln es zulassen würden, dass wir den zurückholen. Wahrscheinlich eher weniger, weil wir dürfen dann wirklich nur die Leute holen, die in den Packs unterwegs waren. Wenn wir ihn ziehen, dann natürlich, weil er kann ja auch drin sein. Ansonsten, Paredes entwickelt sich ganz gut, hat aber schlechte Form. Wie viele Tore und so hat er denn gemacht? Wir gucken mal kurz drauf. Glatze mit den meisten Toren, danach Zolis. Jetzt sag nicht, Paredes hat nicht gespielt. Doch, Paredes hat gespielt. 33 Spiele, aber irgendwie ja nicht so richtig erfolgreich. Trotzdem ist er um 4 hochgegangen. Das ist nicht schlecht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rüber in die nächste Saison und gucken mal, was wir ziehen. Wie wir es auch anstellen, weil geldmäßig wird da, glaube ich, auch nicht so super viel bei rumkommen. So, da sind wir auch angekommen in der neuen Saison und wir haben natürlich jetzt ein Problem. Wir haben keinen Zehner mehr. Das heißt, wir müssen entweder die Formation umstellen oder halt darauf hoffen, dass wir jetzt einen relativ guten, auch bezahlbaren aus dem nächsten Pack ziehen. Bevor wir aber auf Transfers und so weiter schauen, würde ich sagen, machen wir auch erstmal das. Gucken wir uns Pack Nummer 2 für Saison Nummer 2 an und hoffentlich fügen wir ein paar Leute der Liste hinzu von Spielern, die wir kaufen können, weil, ja, wir brauchen auf jeden Fall noch so ein bisschen was an Verstärkung. Also, Pack Nummer 2. Ein guter Zehner. Ein guter Zehner wäre super.
Also, wir starten rein. Mainz 05 Angriff. Johnny Burkhardt würde ich, glaube ich, nehmen. Es ist aber Ludovic Ajorg. Oh, eine kleine Matchwinner-Karte. Direkt hinterher noch ein Mainzer Stürmer. Das ist Karim Onisivu. Auch ne, das ist die Matchwinner-Karte. Okay. Nehmen wir mit. Eintracht Braunschweig ist Brian Behrendt. Okay. Bochum Mittelfeld. Lukas Daschner. Wolfsburg Angriff. Nee, Abwehr ist Maxence Lacroix. Der ist natürlich big, aber ich glaube, bis wir uns den leisten können, da vergehen noch ein paar Tage. Darmstadt Mittelfeld haben wir Fabian Nürnberger. Ja, das ist auch in Ordnung, aber auch jetzt kein so talentmäßig. Marton Dardai, das ist gut. Marton Dardai ist gut, den können wir uns auf jeden Fall leisten. Der hat auch noch Potenzial nach oben. Gladbach Abwehr, wer Chiarodia big. Das ist aber Ko Itakura. Heidenheim Mittelfeld. Leonard Maloney. Augsburg Abwehr. Ist David Kolina, bei dem weiß ich gar nicht, wie alt der gute Bruder ist. Tor Frankfurt ist Kevin Trapp. Muss ja dann eigentlich. Und Bayern 04 Leverkusen Mittelfeld ist Jonas Hofmann. Ja, das war jetzt nicht so ein geiles Pack, weil so talentmäßig halt nicht so viel dabei ist, ne? Also hier Dardai ist gut. Lacroix ist natürlich für später ganz nice. Die beiden Mainzer Stürmer. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, wie wir uns davon leisten können. Stehen jetzt aber erstmal wieder in FIFA. So, unsere Scouting-Liste hat sich dementsprechend erweitert. Wir haben hier Itakura, Behrendt, Lacroix und so weiter und so fort hinzugefügt. Die werden jetzt erstmal alle gescoutet, weil wir natürlich über die nicht unbedingt zwingend was wissen. Aber ich glaube hier Kolina, Dardai und Maloney, das sind so Leute, die wir uns durchaus jetzt leisten können. Nürnberger eventuell auch. Ich habe gar nicht gewusst, dass der erst 24 ist. Das ist auch nicht schlecht. Also im Real Life wahrscheinlich ja sogar dann erst 23. Wir lassen die mal scouten. Gucken aber auch erstmal drauf, wie viel Geld wir überhaupt haben. 21 Millionen. Das liegt natürlich daran, dass wir noch die 10 von Appelkamp bekommen haben. Die Frage ist, in was wir das investieren, weil wir könnten uns mit dem Geld zum Beispiel auch Dina Ebimbe holen. Aber ich glaube, das macht in meinen Augen nicht so super viel Sinn. Wir lassen die jetzt erstmal scouten. Und dann gucken wir mal, wie gut die sind und wen davon wir holen. Die ersten Transfers sind auch getätigt. Vermey geht für 2,7 zu Kopenhagen. Den sind wir ja letzte Saison, glaube ich, nicht losgeworden. Manu ist einfach ein Spieler, der keine Rolle bei uns spielt. 350.000 zu den Tranmere Rovers. Und Jastrzemski hat, glaube ich, eine Freigabesumme gehabt von 2 Millionen. Auch den hätte man eventuell halten können. Ich habe mich dann dazu entschieden, einfach gehen zu lassen, damit wir auch noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Insgesamt haben wir so jetzt 25 Millionen Euro am Start. Verträge sind doch alle schon verlängert. Das heißt, das ist das Geld, mit dem wir arbeiten können. Und die Scouts haben auf jeden Fall geliefert, denn alle sind gescoutet. Jetzt würde ich gerne einmal durchkommen. Oh, Lacroix habe ich vergessen. Ne, der wird noch gescoutet, ist 20 Millionen wert, habe ich mir fast gedacht. Behrendt weiß ich jetzt nicht, aber Kolina ist ein Linksverteidiger, 24 Jahre alt, den werden wir auf jeden Fall versuchen zu holen. Dardai auf einer 74, Maloney 73, Ebimbe 17,5. Die Frage ist, ob wir Ebimbe und ein, zwei andere holen, ob wir alle anderen hiervon holen. Das ist die Frage. Also ich glaube, ich werde erstmal hier die Kolina und Dardai versuchen zu verpflichten. Der erste hat auch schon mal geklappt. Kolina vom FCA. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass er so jung ist. Scheint ja dann 22 im Real Life zu sein. Jetzt ist er nämlich gerade erst 24 geworden. Wir zahlen 2,7 Millionen für neuen Linksverteidiger. Das heißt, wir können eventuell dann Gavery verkaufen, der ja auch nochmal 2-3 Millionen bringt. Das heißt, das wäre dann eventuell sogar ein 1-zu-1-Tausch. Weiter geht es dann mit Marton Dardai, der für 5 Millionen von der Hertha snacken. Hatte einen höheren Marktwert, aber sein Vertrag lief nur noch ein Jahr. Ich weiß auch nicht, warum die immer von diesen jungen Talenten diese Verträge auslaufen lassen. Ist mir komplett wurscht. Er ist 22 Jahre alt, hat schon eine 74 und ich glaube, er kann auch Innenverteidiger spielen. Das heißt, eventuell können wir auch da wen verkaufen. Und dann ist halt die Frage, können wir noch Geld zusammenkratzen für Dina Ebimbe? Oder wollen wir lieber noch Fabian Holland holen und Leonard Maloney, die ja auch beide defensive Spieler sind? Ich glaube, Holland kann auch Linksverteidiger, das ist ganz gut. Also die anderen, klar, Ajorg, ja, Onisivu ist, glaube ich, auch zu alt. Lukas Daschner wäre natürlich noch eine Option. Oder halt Kevin Trapp für 6 Millionen auf einer 83, ne? Der würde uns auf jeden Fall nach oben katapultieren. Wir gucken mal. So, und da ich gesehen habe, dass unser Kader leider überhaupt nicht breit aufgestellt ist, musste ich mich gegen Dina Ebimbe entscheiden und für 3 einzelne Transfers. Einmal Fabian Nürnberger für 5,4 gekommen von Darmstadt. Leonard Maloney kommt für 3,2 von Heidenheim. Und Lukas Daschner für die Breite im Sturm von Bochum für 2,7 Millionen. Damit haben wir jetzt nicht mehr viel Geld in der Bank. Es sind nur noch 2, glaube ich, da. Aber unser Team ist etwas breiter aufgestellt. Wir müssen auch, glaube ich, schauen. Ich glaube, wir gehen dann auf Doppelsturm oder so. Oder wir gucken mal, weil Bunk oder wie auch immer man den ausspricht, der soll auf jeden Fall nicht spielen. Vielleicht dann irgendwie Nimic gegen Glatzel und dann gehen wir einfach auf 4-4-2 halten.
hatte ich jetzt eventuell gedacht, könnte man eigentlich machen. Dardai, den trainieren wir auf jeden Fall auf Innenverteidiger um. Siebert, Kolinar, Zimmermann. Und dann haben wir natürlich noch Nürnberger auf der Bank. Also wir haben den Kader damit auf jeden Fall ein bisschen breiter aufgestellt. Vielleicht schafft es Nürnberger auch noch rein. Wir müssen mal gucken. Also klar, den könnte man auf 11 ausstellen. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Klar, wir konnten jetzt nicht noch einen Stürmer holen. Ich hätte auch Ajorg holen können oder Kevin Trapp. Aber ich glaube, es ist ganz gut, uns breit aufzustellen. Die sind ja auch alle noch relativ jung. Ich würde dann fast sagen, wir skippen jetzt die Saison und schauen mal, wo wir am Ende stehen. Ich glaube, wir sollten mit dem Team schon eigentlich hochgehen. Zumindest hoffe ich das. Und ja, schauen wir mal, was Saison Nummer 2 uns bringt. Also, da sind wir auch schon. Saison Nummer 3 vor der Brust. Ich glaube, Zimmermann hat seine Karriere beendet. Deswegen ist hier gerade Oberdorf. Also haben wir wieder einen Spieler weniger. Kümür ist schon mal zurück auf einer 67. Ich glaube, den können wir eigentlich direkt nochmal verleihen. Der war jetzt 2 Jahre lang verliehen. Müsste jetzt 20 dann sein, weil wir haben ihn ja mit 18 geholt. Hat aber im ersten Team auf jeden Fall noch keinen Platz. Ich hoffe jetzt drauf, dass wir noch ein, zwei um die 75er in unserem Pack ziehen, die wir dann holen können. Am liebsten einen rechten Flügel und einen Rechtsverteidiger, vielleicht auch einen Linksverteidiger. Müssen wir mal schauen. Keeper wäre auch langsamer Zeit, weil aktuell haben wir nur Kevin Trapp auf der Liste und Kevin Müller. Weiß ich nicht, ob wir einen von denen holen, weil Kevin Trapp ist jetzt auch schon 34 Jahre alt. Wir schauen mal. Aber wir machen erstmal das Pack auf. So Leute, alle guten Dinge sind 3. Ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, wir hätten gerne einen Rechtsverteidiger oder einen Rechtsaußen. Vielleicht auch einen zweiten Stürmer. Wir schauen mal. Also, starten rein mit RB Leipzig Tor. Das ist entweder Blaswig oder Gulaschi. Es ist Gulaschi und das ist eine schöne Karte. Ist aber natürlich auch schon relativ alt. Für den Karrieremodus jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig. Machen dann weiter mit Werder Bremen Mittelfeld. Das ist Leonardo Bittencourt. Heritage Card. Ja, okay. VfB Stuttgart ist das Wappen. Das bringt uns leider gar nichts. Stuttgart Abwehr, vielleicht so ein Zagadou. Mittelstädt. Mittelstädt ist ein Außenverteidiger. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Nehmen wir mit. Eintracht Braunschweig Abwehr ist Marvin Rittmüller. Der bringt uns wenig. Freiburg ist Lukas Kübler. Der ist auch ein Verteidiger. Kann auch, glaube ich, mehrere Positionen spielen. Hoffenheim Angriff ist Marius Bülter. Okay. Dortmund Abwehr. Nico Schlotterbeck. Das hier ist ein Champions League Siegerspieler, den wir irgendwann holen können. Das ist wichtig. Mainz 05 Angriff ist Delano Burgzorg. Oh, weiß ich nicht. Dann haben wir noch den ersten FC Köln. Mittelfeld ist Hüseyin Basic. Das ist auch nicht so schlecht. Können wir uns eventuell auch leisten. Der erste FC Nürnberg, Enrico Valentini. Wir haben noch nicht einen Bayern-Spieler auch gezogen, ne? Und noch einmal. Oh, Nicolas Seiwald ist auch big. Nicolas Seiwald ist sehr, sehr big. Das ist auch ein Champions League-Winning-Spieler. Also alles in allem, glaube ich, ein ganz okayes Pack. Schau mal, wen wir uns davon leisten können. Vielleicht den Leonardo. Easy, ich habe alle Spieler, die wir gezogen haben, schon mal hier zu dieser Liste hinzugefügt. Ich glaube, wir können die aber auch mal ein bisschen ausmisten, weil es gibt so den einen oder anderen, den ich auf jeden Fall nicht mehr holen werde. Unter anderem Branimir Gorta, 32 Jahre alt, weiß ich jetzt nicht. Dann haben wir auf jeden Fall noch hier Brian Behrendt, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Und Rittmüller, den scouten wir mal, aber wahrscheinlich auch eher weniger. Ansonsten, Peter Gulaschi ist freier Spieler und das ist sehr, sehr gut. Den können wir auf jeden Fall für eine Saison ranholen in der Bundesliga. Carsten Meyer hat, glaube ich, eine 76, wird, glaube ich, nicht viel darüber hinausgehen. Schlotterbeck schon eine 85. Was ist mit Dina Ebimbe? Den müssen wir auf jeden Fall auch nochmal scouten. Nicolas Seiwald ist, glaube ich, gerade verliehen. Ne? Ja, der ist 35 Millionen wert, aber das ist auch ein Champions-League-Spieler auf jeden Fall. Hüseyin Basic und Co. Also wir lassen unsere Scouts mal arbeiten, schauen währenddessen einmal aufs Transferbudget. Wie viel haben wir denn überhaupt, mit dem wir arbeiten können? 43 Millionen, das heißt Dina Ebimbe ist auf jeden Fall drin. Aber wir warten erstmal, glaube ich, noch ein bisschen ab, was die Scouts so zurückbringen. Problem ist auch so ein bisschen, so einen richtig krassen Offensivspieler haben wir jetzt nicht bekommen, ne? Also auch ein Leonardo Bittencourt oder so, also es mangelt uns so ein bisschen an Stürmern gerade. Glatzel und Daschner, das ist auf lange Sicht keine Champions League-Sturmpartnerschaft. Wir gucken aber mal, was die Scouts zurückbringen und ich nehme euch natürlich mit, was Transfers angeht. Erste Amtshandlung ist, einen Keeper zu holen und es ist nicht Peter Gulaschi, weil der sich tatsächlich dazu entschieden hat, zur Roma zu gehen. Ich war da einfach nicht schnell genug. Stattdessen holen wir Kevin Trapp, den hatten wir ja im Pack in der zweiten Saison. Der kostet 2,8 Millionen, ist 35 Jahre alt, hat aber immer noch eine 83er Gesamtstärke und der würde uns auf jeden Fall dabei helfen, in der Bundesliga zu bleiben. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir im nächsten Pack vielleicht nochmal einen Keeper ziehen. Ansonsten sind wir mit Gulaschi und Kastenmeier stuck, aber trotzdem, glaube ich, eine gute Addition zum Team.
Kommt übrigens von Monaco. Und auch der nächste dicke Transfer ist eingetütet. Endlich ist er da. Junior Dina Ebimbe. 25 Millionen lassen wir uns das Ganze kosten von Eintracht Frankfurt. Aber wir brauchen einfach Verstärkung auf der rechten Seite. Er kann Rechtsverteidiger, Rechtsmittelfeld und ich glaube auch zentrales Mittelfeld spielen. Da stand man, könnte 3 Millionen mehr sparen, aber es waren harte Verhandlungen. Und jetzt müssen wir schauen, was wir mit dem Restgeld, das wir zur Verfügung haben, noch machen können. So, alle verbleibenden Transfers sind eingetütet. Auf der Verkaufsseite haben wir erstmal noch 2-3 Leute. Einmal Tim Oberdorf für 1,8 zu Genua. Kömü habe ich noch ein weiteres Mal ausgeliehen, diesmal in Richtung Österreich. RB Salzburg sichert sich da seine Dienste. Maxi Eggestein war unzufrieden im Verein, ist nicht weiter nach oben gegangen. Den haben wir abgegeben. 28 Jahre war auch schon alt. Ich glaube, ist in Ordnung. Für 7,3 Millionen zu Lazio Rom. Und Niemczycki, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen war, wahrscheinlich nicht zu Vitória Setúbal in die portugiesische Liga. Auf der Habenseite haben wir allerdings, Jordi de Vey ist auch noch gegangen, zum SC Braga, ebenfalls in die portugiesische Liga. Wir haben, wie gesagt, die Naibim geholt. Dann habe ich noch Hussein Basic für 6,4 von Molde zu uns gelotst. Lukas Kübler als Rechtsverteidiger Backup hat eine 84 für 2,2 Millionen vom SC Freiburg. Maxi Mittelstädt für 9,5 Millionen rundet dann das Trio ab. Ich zeige euch dann einmal die Mannschaft, wie sie gerade steht. Ich habe Colina jetzt auch zum RV umtrainiert, dass er vielleicht dann langfristig dort Kübler beerben kann, weil er immer noch nur 24 Jahre alt ist. Ansonsten sind wir echt gut aufgestellt. In der Mitte wird wahrscheinlich vom Autotrainer Herrn Nürnberger spielen. Hussein Basic bisschen jünger, deswegen habe ich ihn mal in die Startelf gepackt. Im Sturm sind wir immer noch mit Daschner und Glatzel unterwegs. Das ist nicht so doll, aber da können wir vielleicht dann nächste Saison Daniel Mahlen holen. Aber auch in der Breite sind wir gut aufgestellt. Ich bin eigentlich gespannt. Wir sollten damit eigentlich auf jeden Fall in der Bundesliga bleiben, gerade mit den beiden Flügelspielern. Wir gucken mal, ob wir das auch hinbekommen. So, Saison ist vorbei. Von den Ergebnissen her sah es nicht so gut aus. Also ich glaube, wir waren auf jeden Fall im Abstiegskampf mit dabei. Wir schauen aber mal wie immer erstmal aufs Team. Daschner überholt mittlerweile Glatzel, was Gesamtstärke angeht. Colina für sein Leben. Er spielt nie. Egal, wo ich ihn trainiere, wo ich ihn hinsetze, er zockt einfach nicht. Er ist der einzige RV oder der beste RV im Team. Kübler ist runtergegangen. Sonst haben wir halt keinen anderen. Trotzdem zockt dann irgendwie Gavery, weil keiner weiß. Ja, it is what it is. Colina leider komplett verschenkt. Ebimbe geht gut hoch. Paredes auf einer 82. Weiß auch nicht, warum der nicht so richtig spielt. Naja, wir müssen auf jeden Fall mal auf die Tabelle schauen. Da sind wir 16. geworden. Ganz, ganz knapp. Darmstadt auch nur 8 Punkte in der gesamten Saison gesammelt. Das ist auch komplett wild. Heißt, wir müssen in die Relegation rein. Das heißt, ich werde die jetzt auch mal simulieren und dann gucken wir mal, ob wir drin bleiben oder wieder runter müssen. Uiuiui. Easy. 2-1 Hinspiel gegen Schalke gewonnen und 1-0 Rückspiel. Heißt, wir bleiben tatsächlich drinne. Aber, wir müssen mal gucken. Also, es läuft nicht so richtig rund. Ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwie in der nächsten Saison was Gutes ziehen und dann irgendwie unser Team verstärken können. Wir sehen uns in Saison Nummer 4. Eigentlich bräuchten wir wahrscheinlich einen neuen Keeper. Gut, Kevin Trapp kann man noch eine Saison auf jeden Fall mitnehmen. Rechtsverteidiger ist immer noch ein Problem, weil Colina einfach nicht spielt. Das hat er mal ein bisschen positive Form. Ansonsten Mittelfeld. Hussein Basic zieht an Nürnberger vorbei. Das sehe ich natürlich gerne. Und halt Sturm, ne? Also am liebsten Stürmer und Rechtsverteidiger und vielleicht noch einen ganz guten Keeper. Man muss auch sagen, Dardai geht leider auch gar nicht hoch. Der hat sein Potenzial schon komplett direkt am Anfang erreicht. Ich weiß auch nicht, warum. Also 35 Wochen geht er das nächste Mal hoch. Das ist leider nicht gut. Gar nicht gut. So oder so würde ich sagen, machen wir aber erstmal das nächste Pack auf, weil das kann natürlich alles ändern. Nummer 4. Wie gesagt, Stürmer wäre nice. Rechtsverteidiger oder vielleicht ein Keeper, der nicht über 35 ist. Wir gucken mal. Wir starten rein. VfB Stuttgart. Es kann natürlich auch sein, dass wir Doppelte bekommen. Das wäre nicht so geil. Das könnte nochmal Gerassi sein. Es ist aber Thomas Castanadas. Also auch einer dieser Diamond-Karten. Ich glaube, der ist auch ein ziemlich gutes Talent. Gucken wir mal, ob wir den gebrauchen können. Weiter geht's mit dem ersten FC Köln. Da haben wir gerade schon gesehen, Ljubicic, Starspieler. Auch nicht schlecht. Ja, ist auch noch nicht so alt. Kann man was machen. Bochum-Angriff. Matchwinner Antwi Adje. Ja, gut. Weiß ich nicht. Aber es sind 3 Special-Karten hintereinander. Wild. Weiter geht's mit Sebastian Klaas von Paderborn. Ja, weiß ich nicht. Dann haben wir einen Bochumer in Moritz Quarteng. Hat eben in der Bundesliga während der Aufnahme eine rote Karte sich abgeholt. Jonas Wind als Stürmer. Wir haben einen Stürmer, Leute. Neben Daniel Mahlen. Jonas Wind ist auch nicht schlecht. Freiburg, Yannick Keitel. Auch ein junger Spieler mit viel Potenzial. Nehmen wir mit. Union Berlin. Aissa Laiduni. Auch wieder eine Special-Karte. Auch nicht so schlecht. Fortuna Düsseldorf Abwehr. André Hoffmann. Ja, gut. Der ist wirklich nichts wert. Dann haben wir noch Dion Beljo, wieder ein Stürmer. Sehr, sehr nice. Gutes Pack bis jetzt. Sehr, sehr gutes Pack. Robin Koch, neuer Innenverteidiger, auch nicht schlecht. Und Bayer 04 Leverkusen,
Ayman Aurier. Ich glaube, das ist auch eher so ein talentmäßig, weiß ich nicht, wie gut er sich in der Karriere entwickelt hat, sehen wir jetzt. Ich würde sagen, ey, das war okay. Das war durchaus okay. Da waren einiges dabei, was man mitnehmen kann. Gerade hier die Stürmer in Jonas Wind, Ljubicic auch super, Castanaras als Talent. Wir gucken mal in FIFA, wen wir uns da leisten können. So, wie immer sind jetzt alle Spieler auf der Liste. Wir können auch mal ein bisschen durchgehen und die ausmisten, aber wir müssen natürlich auch wieder unsere Scouts machen lassen. Müller würde ich mal rausnehmen. Ich glaube, Gulaschi können wir auch rausnehmen. Rittmüller kann weg. Kochlei, Düni, Keitel werden gescoutet. Gleiches gilt für Ljubicic. Leonardo Bittencourt können wir, glaube ich, auch rausnehmen. 73er Rating wird nicht gut genug sein. Lars, Aurier, Quateng. Ja, da warten wir mal ab, aber auch das glaube ich nicht. Bellio, auf den habe ich Bock. Der könnte ganz gut sein. Castanar und Wind. Gerade im Sturm müssen wir uns ein bisschen upgraden. Wir lassen unsere Scouts mal ihre Arbeit machen, schauen, ob wir irgendwas verkaufen können, weil ich glaube, ein, zwei Leute sind noch unzufrieden im Verein und wir haben ja eigentlich eine ganz gute Breite. Und dann, ja, sehen wir mal weiter, was transfermäßig so geht. Der erste richtig, richtig dicke Transfer dieser Saison ist eingetütet. Ich habe euch auch gar nicht erzählt, was wir für ein Transferbudget haben. Ich glaube, wir hatten 64 Millionen Euro oder so vor der Saison. Dion Trainer Bellio vom FC Augsburg. Vertrag lief aus, 19,5 Millionen zahlen wir für ihn, aber der ist 24, ganz, ganz kurz vor einer 80, was das Gesamtrating angeht. Und das ist genau die Art Spieler, die wir gebraucht haben im Sturm. Daniel Mahn allerdings mittlerweile auf 50 Millionen hoch. Da kann sein, dass noch ein bisschen was dauert, bis wir uns den leisten können. Bevor wir aber jetzt weitere Transfers eintüten, wollte ich mal kurz von unseren Verkäufen berichten. Kübler geht für 1,45 zu Hellas Verona. Tanaka hatte sein Potenzial erreicht und dann kam einfach Manchester United mit einem Angebot von 30 Millionen für einen 80er, der nicht weiter hochgeht, nehme ich any day mit. Und wir haben ja von Augsburg Dion Bellio geholt, die wollten dann Robert Glatzel haben, für fast dasselbe an Geld, oder also die Hälfte, ne, aber ich meine, der ist 24, viel, viel besser und Glatzel ist 32. Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist so der aktuelle Stand. Damit haben wir jetzt 80 Millionen im Transferbudget und jetzt können wir richtig dick einkaufen gehen. Und da ist ja auch der nächste dicke Transfer. Wir holen Maxence Lacroix für die Innenverteidigung. 26 Jahre alt, 82er Gesamtstärke. Ich glaube sogar der erste, der bei uns die 80 durchbricht, außerhalb von Kevin Trapp. Oder ich glaube unsere Flügel könnten da auch schon dran sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. 38,5 Millionen überweisen wir nach England, nach London in Richtung Crystal Palace und bekommen aber einen Weltklasse Innenverteidiger. Und Dion Bellio findet auch seinen Sturmpartner von Athletic Bilbao, kommt Jonas Wind für 27 Millionen, 27 Jahre alt, immer noch ein bisschen Potenzial nach oben und eine 81, damit haben wir jetzt unsere Sturmpartnerschaft gefunden für vorne. Nimic wird dann leider in die zweite Reihe rücken müssen. Das waren jetzt so die dicken Transfers, ich glaube, ich werde jetzt noch ein, zwei von diesen kleineren Spielern holen, vielleicht den Castanaras oder so, das zeige ich euch dann aber auch gleich noch. Aber bis hierhin sieht es auf jeden Fall sehr, sehr stark aus. Wir packen Wind natürlich auch in die Startelf. Guckt euch mal das Team an. Ja, so langsam wird's. Nur Rechtsverteidiger. Mit Colina bin ich da noch nicht ganz zufrieden, aber so ist es halt. So, ich habe dann auch Wort gehalten, habe noch Castanaras für 2 Millionen geholt und Aurier von Leverkusen für 2,5. Einfach ein paar Leute für die Breite, dass wir ein bisschen mehr im Verein haben. Wie gesagt, Kader habt ihr gerade schon gesehen. Ich würde sagen, wir simulieren einfach mal die Saison durch und gucken, wo wir landen. Also, ich will jetzt nicht sagen Europa, aber ich sag trotzdem mal Europa, oder? So, die Saison ist zu Ende simuliert. Wir schauen mal drauf, wo wir gelandet sind. Erstmal aber aufs Team. Bellio und Wind haben sich ganz gut entwickelt. Beide über die 80 drüber. Auch ansonsten sieht es ganz gut aus. Aber unsere rechte Verteidigungsseite lässt halt echt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Ne? IV, Dardai und Colin oder eben Siebert. Da brauchen wir wirklich noch mal ein paar neue Leute. Das Problem ist, wir kriegen auch nur noch ein einziges Pack gleich. Aber naja, wir schauen erstmal auf die Tabelle. Haben wir Europa geschafft oder haben wir es nicht geschafft? Wir haben es knapp verpasst. Beenden die Saison auf Platz Nummer 9. 45 Punkte hinter Gladbach und Wolfsburg, die sich den Conference League Platz sichern, aber auch ganze 6 Punkte vor uns sind. Meister wird natürlich die Bayern. Ich würde jetzt sagen, wir gehen dann direkt in die nächste Saison und machen dann auch direkt das nächste Pack auf, weil wir müssen weiterkommen. So, wir sind angekommen in der neuen Saison. Kevin Trapp hat den Verein verlassen. Er wollte nicht mehr verlängern und ist auch auf ein niedrigeres Rating gedroppt als Carsten Meyer. Das heißt, wir sind jetzt wieder stuck mit ihm und wahrscheinlich auch bis zum Ende des der Sprint to Glory. Das Problem ist so ein bisschen, wir können die Champions League nicht mit einem Keeper gewinnen, der maximal an die 80 kratzt. Deswegen schauen wir einfach, glaube ich, was wir in dem Pack jetzt bekommen. Vielleicht wird es noch gut enden, vielleicht auch nicht. Und ansonsten müssen wir, wie sagt man so schön, unsere Ziele ein bisschen nach unten korrigieren. Vielleicht gehen wir dann auf die Bundesliga. Aber wir machen auf jeden Fall das Beste draus, was wir können. Vielleicht kriegen wir jetzt auch, wer ist denn so ein Keeper, der so ein Nübel oder so. Dem traue ich schon zu, auf eine 83, 84 zu gehen. Der wäre total fein. Wir gucken mal rein. So, also, letztes Pack. Wir gucken drauf, was wir bekommen. Ey, hoffentlich irgendeinen guten Keeper. Oder ein...
Rechtsverteidiger. Wir kriegen Hoffenheim Tor. Das könnte Olli Baumann sein. Die Frage ist, der ist, glaube ich, auch schon ein bisschen zu alt. Gucken wir uns den mal an. Es ist Oliver Baumann. Wieder so eine schöne Shiny-Karte. Aber ich glaube, auch der wird schon zu alt sein. Abwehr Eintracht Frankfurt ist Makoto Asebe. Ist eine sehr coole Karte, aber ja, bringt uns relativ wenig, weil wir den leider gar nicht benutzen können. Dann haben wir Union Berlin. Das ist ein Wappen, das ist auch nicht so nice. Brauchen Spieler, die wir benutzen können. Maximilian Rohr vom SC Paderborn. Ja. Erik Engelhardt von Osnabrück, weiß ich nicht. Da sehe ich Magdeburg. Daniel Elfadli, auch nicht wirklich gut. Darmstadt. Philipp Stojkovic. Sebastian Bonneau ist nochmal ein Innenverteidiger. Der ist auch ganz okay. Alex Kral im Mittelfeld. Jonas Omlin, wie alt ist der? Ich glaube, der ist noch nicht so alt. Das heißt, wir kriegen sogar nochmal einen Keeper. Jakob Christensen und der letzte ist Peter Gulacsi. Den hatten wir tatsächlich schon, nur eine andere Version von ihm. Den können wir auch nicht benutzen. Also alles in allem relativ enttäuschend. Das Einzige, was wirklich gut war, ist Jonas Omlin und halt eventuell Bono. Ja, aber der Rest ist nicht gut. Egal, wir gucken, was wir damit machen können. So, damit stehen alle Spieler fest, die wir jemals noch in dieser Sprint to Glory holen können. Ob wir damit dann die Zell gewinnen, das sei mal dahingestellt. Viele von denen sind halt auch schon relativ alt. Ich habe hier jetzt auch die hinzugefügt, die wir gerade noch gezogen haben. Noch ein, zwei ausgemistet, zum Beispiel auch hier Moritz Boni-Quarteng. Den werden wir wahrscheinlich nicht unbedingt verpflichten. Die Frage ist jetzt, was die hier für eine Gesamtstärke haben. Das bringen mir ja gleich die Scouts wieder. Transfermäßig haben wir auch nicht so eine super große gefüllte Tasche. Wir sind bei 47 Millionen. Neunter war wohl nicht so richtig dolle. Naja, wir müssen mal schauen. Wir haben noch ein paar junge Leute im Team, die wir eventuell noch verleihen. Hier Aurier, Kömür, der wieder zurück ist auf einer 72. Müssen wir dann mal schauen. Auch hier dieser Savic, Castanaras, Niemitz. Was wir da so machen können. Vielleicht stellen wir auch die Formation um auf irgendwie Dreierkette. Weil Mittelstädt kann halt auch LM spielen, er kann LF. Aber ja, ich warte jetzt darauf, dass die Scouts mir ihre Berichte zurückbringen. Und dann gucken wir, was wir transferieren können. Neuer Rekordtransfer-Alarm. Wir holen Nicolas Seiwald von den Wolves für 51 Millionen. Dafür habe ich Lukas Daschner für 20 in Richtung Mallorca verkauft. Der war ja eh nur unser Backup-Striker. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, jetzt All-In für ihn zu gehen, aber ich habe das Gefühl, je länger wir warten, desto teurer wird er nur und irgendwann haben wir nicht mehr so die Chance, Geld zu generieren. Wir müssen jetzt aber ein bisschen schauen. Ich glaube, wir könnten noch Jonas Omlin theoretisch verpflichten. Nürnberger rutscht natürlich damit dann auf die Bank, wenn wir Seiwald reinpacken. Aber generell, unser Kader ist super dünn. Also wir haben hier 18 Leute im gesamten Kader. Bräuchten halt immer noch eigentlich einen Rechtsverteidiger oder noch einen dritten Innenverteidiger, dass wir irgendwie auf eine andere Formation gehen können. Wir haben ja noch ein bisschen Geld, 14 Millionen. Jonas Omlin hat eine 81. Die Frage ist, ob sich das überhaupt lohnt, den zu holen, weil der geht halt nicht mehr hoch, bleibt auf der 81. Da könnten wir eigentlich auch auf Kastenmeier vertrauen und der ist halt noch ein bisschen jünger, der hat halt noch 3 Jahre. Vielleicht geht er ja dann auch noch ein bisschen hoch. Sebastian Bonneau könnte man noch holen oder Ko Itakura, die sind auch relativ ähnlich viel wert, aber Bonneau ist 2 Jahre jünger. Mal schauen, ob wir dafür noch irgendwie Geld zusammenkratzen können. Ich glaube aber, unser Geld reicht dafür nicht. Wir haben aktuell noch 14 Millionen in der Bank. Ja, vielleicht tun wir uns aber Ljubicic, weil sein Vertrag ausläuft. Ich glaube, das machen wir einfach noch. Da kommt er auch schon. Für ihn legen wir 5 Millionen auf den Tisch. Sein Vertrag lief auch aus. Deswegen haben wir ihn ein bisschen billiger bekommen als seinen Marktwert. Ich glaube, es ist okay, für 5 Millionen einen 29-Jährigen mit einer, ich glaube, 76 zu bekommen. Ist halt was für die Breite, falls sich jemand verletzt, dass wir nicht komplett blank sind. Und dann hätte ich jetzt sonst gesagt, wir lassen einfach wirklich Omlin. Wir vertrauen unserem Keeper in Kastenmeier und holen uns dann noch Stojkovic als Stürmer-Backup für 4 Millionen. Die haben wir nämlich gerade noch so in der Bank rumliegen. Schauen dann, was diese Saison geht und gucken dann, ob wir nächste Saison unser Squad nochmal ein bisschen besser machen können. Ihr seht es oben links, 6 Millionen haben wir noch. Das war aber dann auch wirklich unser letztes Geld. Mit Gehalt sind wir jetzt, glaube ich, auf 0,0 Transferbudget, was wir ihm bezahlen. Aber dafür haben wir halt noch jemanden bekommen für die Breite. Daniel Mahlen erwartet immer noch darauf, dass wir irgendwann ihn holen. Aber sollen wir jetzt zumindest noch 2 Spieler mehr in Ljubicic und Stojkovic. Ansonsten ist das halt der Kader, mit dem wir in die Saison reingehen. Wir könnten halt Sievert spielen lassen anstatt Dardai, weil Sievert vielleicht auch noch ein bisschen mehr hochgeht und auch ein Gesamtrating mehr hat. Wir schauen mal, aber besser als das wird's nicht. Wir müssen hoffen, dass uns irgendwie Seiwald und Paredes und vielleicht auch Bellio Longterm irgendwie einfach carryen, dass die wirklich noch auf so eine 88 hochgehen. Aber ich würde sagen, der erste Step ist zu schauen, was die Saison geht und das machen wir genau jetzt. So, durchsimuliert der Lachs. Gucken wir mal, wo wir in der Tabelle gelandet sind. Hoffentlich endlich mal ein Wir sind 14. Wieso sind wir 14? Was ist passiert? What happened? Das ist doch kein Team, was 14. wird. Oder?
Also, ich weiß, Kasten war ja. Aber es liegt wieder am Keeper, Leute. Es ist wie immer. Es liegt leider wieder am Keeper. Weil sonst ist das kein Team für 14. Also, finde ich zumindest nicht. Naja, it is what it is. Wirklich viel können wir da nicht dran machen. Ich glaube, wir geben uns jetzt noch so ein, zwei Saisons, wo wir einfach mal schauen, wohin das führt. Ob wir nochmal in die Nähe der Bundesliga-Titelkrone kommen oder überhaupt mal europäisch spielen eventuell. Da geht schon noch was, aber halt der Keeper nicht. Egal, wir gehen rüber in Saison Nummer 6. So, da sind wir auch Saison Nummer 6. Wie gesagt, keine weiteren neuen Spieler dazu. Wir haben ein Transferbudget von 61 Millionen Euro und die Frage ist, ob wir nicht einfach alles davon in einen Spieler investieren. Entweder in Donny Malen oder in Tapsoba, der will nicht kommen. Ich weiß nicht, ob wir uns Schlotterbeck leisten können. Wir könnten uns eventuell Schlotterbeck leisten. Der erste und einzige Transfer für die Saison ist eingetütet. Es hat gerade so vom Geld gereicht, indem wir Marton Dardai eingetauscht haben. Ich habe gedacht, Siebert behalten wir einfach, weil der ja auch ursprünglich bei Düsseldorf unterwegs ist. Nico Schlotterbeck, wir zahlen, glaube ich, 60 plus Dardai. Ja, 58,5 plus Dardai. Wird uns natürlich helfen, der Gute. Hat auch noch einen gewissen Weg zu gehen. Damit habe ich mich gegen Daniel Mahl entschieden, einfach weil wir offensiv mit Bellio und Wind auch zwei sehr, sehr gute Stürmer haben. Schlotterbeck ist also am Start und wird ins Team reinrücken. Egal, ich würde sagen, wir simulieren das einfach durch, gucken, ob wir vielleicht dieses Mal nach Europa kommen, weil irgendwann muss es ja mal passieren, oder? Bitte, come on. So, ein weiteres Mal sind wir am Ende einer Saison angekommen. Wir haben gegen die Bayern gewonnen, aber dann gegen Pauli verloren. Das ist natürlich wundervoll. Was sagt die Tabelle? Haben wir es dieses Mal nach Europa geschafft? Es kann doch nicht sein, Leute. Wer noch einen Beweis braucht, warum dieses Spiel einfach Müll ist, weil einfach alles am Keeper hängt, bitte sehr. Schaut euch das Team an. Team ist super. Wenn du mit dem Team nicht nach Europa kommst, dann weiß ich auch nicht. Mittlerweile ist ja sogar Kastenmeier auf einer 79. Also, I don't know. Was wir jetzt machen werden ist, wir werden noch, ich glaube noch zwei Saisons machen, die wir einfach durchsimulieren. Wir können uns ja noch versuchen, wenn wir einmal hier auf die Transfers schauen, einfach noch einmal Donny Malen zu holen und einmal Tapsoba in den nächsten beiden Saisons mit dem Geld, was wir dann eben bekommen. Der Rest würde uns, glaube ich, kaum verbessern, weil wir einfach nicht so geile Leute gezogen haben, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, die Champions League ist in weiter Ferne. Wir gucken mal. Gehen in Saison Nummer 7 und schauen, wen von beiden wir uns da holen. Angekommen, Saison Nummer 7. Wir haben, glaube ich, so langsam das Problem, dass einige unserer Startelf-Spieler langsam ihren Zenit überschreiten. Ich glaube, Kastenmeier 32, Mittelstädt 32. Also weiß ich nicht, wie lange die noch aushalten, die beiden. Der Rest, ja, Ljubicic 31, Wind 30. Ja, der Rest ist noch okay. Also ein, zwei Saisons kriegen wir bestimmt noch hin. Schauen wir erstmal aufs Budget. 71 Millionen. Nicht, dass es irgendwie mattert, weil beide können wir sowieso nicht holen. Ich glaube, dann holen wir aber Donny Malen, oder? 32 Millionen wert. Ich glaube, Tapsoba können wir wahrscheinlich immer noch nicht holen. Die Mannschaft wird diesen Spieler nicht verkaufen, weil er zu wichtig ist. So gut, dann gehen wir rein bei Donny Malen. Da ist er dann auch schon der gute, kommt von Olympique Lyon. 39 Millionen ist uns relativ egal. Hätten viel mehr sparen können. Tapsoba kriegen wir, wie gesagt, nicht. Der Rest ist einfach zu alt. Wir könnten jetzt noch Christensen holen, aber macht das so viel Sinn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir lassen es einfach. Schafft es Donny Malen denn in die Startelf, ist die Frage, weil, nee, eigentlich nicht, weil Bellio und Vince sind deutlich besser. Dann ist er einfach unsere erste Wahl auf der Bank. André Jon hat sich auch noch ganz gut entwickelt, aber die Startelf sieht schon solide aus. Ich meine, wir könnten halt so machen, ne? Ich weiß halt nicht, ob Ebimbe dann da spielt, aber das ginge. Wir können ja mal ein, zwei Wochen simulieren und schauen, ob er spielt. Wenn nicht, dann modle ich es wieder um. Ansonsten würde ich sagen, ich verlängere gerade noch die Verträge und wir gehen einfach straight durch. Ende von Saison Nummer 7. Ist es Europa oder nicht? Wir werden es erfahren. Saison Nummer, es müsste 7, glaube ich, sein. Nee, es müsste 6 sein, oder? Nee, 7? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist 7. Ist auch done and dusted. Wir sind durch. Alter, schaut euch dieses Team an. Die Offensive ballert komplett. Nur Colinar stinkt halt so ein bisschen hinten dagegen ab. Leute! Let's go! Wir haben Europa geschafft. Das heißt, ich würde jetzt noch eine Saison machen und schauen, ob wir zumindest die Europa League mit diesem Team gewinnen. Weil, hey, das ist stabil. Das ist stabil. Klar, Mittelstädt, der wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen runtergehen. Wir gucken mal. So oder so bin ich aber zufrieden. Und wir gehen rüber in Saison Nummer 8. Wir sind angekommen. Letzte Saison dieses Experiments. Und der Großteil der Mannschaft ist auf Länderspielreise. Die Frage ist, wollen wir jetzt nochmal... Können wir Tapsoba noch holen? Wir können... Ne, wir können ihn nicht holen. Wir können Tapsoba nicht holen. es ist echt wild, ne? Über keinen anderen wissen wir irgendwas. Können einfach Tapsoba nicht holen. Weil der seit 800 Jahren bei PSG chillt und... die den nicht verkaufen wollen. Zu wenig Alternativen. Naja,
Ich glaube, da machen wir einfach gar keine Transfers. Wir nehmen einfach das Team so, wie es ist und simulieren eine letzte Saison. Wir sind auch in der Europa League. Schauen mal, wie weit wir dort kommen könnten. Und ja, vielleicht nehmen wir einen Titel mit nach Hause, auch wenn dieses Experiment schon so ein bisschen gescheitert ist, würde ich behaupten. Also, rein in die Europa League-Saison. Letzte Saison ist zu Ende simuliert. Ich würde sagen, wir ziehen mal zusammen Bilanz. Und wisst ihr, was richtig, richtig schade ist? Ich hätte jetzt hier gerne euch aufgemacht mit, wir haben es ins Europa League-Finale geschafft. Und ich werde das jetzt auch selber spielen und mal gucken, ob wir noch einen Titel holen können. Aber wir sind super, super knapp im Halbfinale rausgeflogen. Gegen die AS Monaco 1-0 zu Hause verloren und dann 1-1 auswärts. Hat nicht gereicht zum Weiterkommen. Wir haben vorher Monza rausgeschmissen, Villarreal rausgeschmissen und in der Gruppe, weiß ich gar nicht, glaube ich, hatten wir Zagreb, Gent und wer ist denn das andere Team? Stadrem. Liga habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass wir da einen Titel gewonnen haben. Das würde mich wirklich extrem überraschen. Ey, aber immerhin Dritter geworden. Vor den Bayern. Hat aber nicht für einen Titel gereicht. Auf dem Papier ist damit dieses Experiment leider gescheitert, würde ich sagen. Aber es ist krass, ne? Dass Wind und Paredes sich noch auf eine 90 hochgeschwungen haben in den letzten Jahren. Sehr, sehr wild. Aber ich glaube, es macht einfach sehr, sehr wenig Sinn, jetzt weiterzumachen, weil wir haben einfach keine neuen Leute, die nachkommen können. Mittelstädt geht schon runter. Kastenmeier geht auch nächste Saison runter. Und ja, ich glaube, das hier ist ein ganz guter Cut-Off-Point für das Video, weil die einfach alle sehr, sehr alt werden. Wind ist, glaube ich, auch 32, wird jetzt auch wieder runtergehen und so weiter und so fort. Ich fand aber, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Wir schauen nochmal gerade auf die Statistiken, das haben wir die ganzen Saisons nicht gemacht, weil sonst das Video noch länger wäre, als es eh schon ist. Wind 21,5, Belgio 19,4, 16,6 für Kevin Paredes und 9,3 Dina Ebimbe. Falls es euch auch so viel Spaß gemacht hat wie mir, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen da oder abonniert den Kanal. Das hilft mir unfassbar, solche Videos zu produzieren und auch einen netten Kommentar, wie ihr das fandet. Also mir hat es wirklich echt viel Spaß gemacht. Ich würde sowas auch gerne nochmal machen. Packs hier aufzumachen und dann die Sticker anzugucken und daraus ein Team zu bauen, fand ich sehr, sehr geil. Also vielleicht irgendwie nochmal in einer anderen Art und Weise das Format. Falls ihr dann welche Ideen habt, haut mir das natürlich auch sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten habt einen wundervollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.